Ganz famos geht es weiter heute. Ja, heute im Indoor-Bereich. Ich muss mir ein bisschen die Ruhe antun. Und das ist innen natürlich einfacher als außen, ganz klarer Fall. Aber nicht so schlimm, keine Bange. Wir gehen natürlich auch wieder mal nach draußen. So, hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, jetzt haben wir einen Tag nicht hier drin, haben nicht gefilmt. Und heute werden wir uns gemeinsam als erstes Updates reinziehen von den Mangosamen. Wie die jetzt ausschauen, der hing ja so, ne, damit die Wurzel nach unten wächst. Damals lag er, ne, und dann wuchs die Wurzel ja ganz komisch, nicht dahin, wo wir es haben wollten. Von daher haben wir dann mal geguckt, ob wir das so hinbekommen, wenn wir die Dinger aufhängen. Dementsprechend richtig rum, dass die Wurzel dann nach unten wächst. Und das klappt wunderbar. Die gucken wir uns dann gleich auch an hier. Und ich habe noch eine neue, die werde ich aber nicht zeigen. Die muss ich erstmal rausholen und dann dementsprechend ins Zewa legen, feucht und dann hier in unsere Noppenfolie, Noppen innenliegend, und dann haben wir die nächste in dem Sinne. Das Schöne ist bei den Mangos, jede Pflanze gibt tatsächlich was anderes her vom Wuchs, und das ist eine richtig coole Sache. So, ich habe hier gerade nachgemessen, wir sind hier bei Perbet 7,4, Mikro Siemens 34, ist ein etwas gesunkener Mikro Siemens Wert. Perbet ist okay soweit, weil wir hier noch keinen Dünger drin haben, deswegen ist er relativ hoch. Mich wundert jetzt allerdings, normalerweise müsste er 6,8 haben. Ist aber jetzt tatsächlich 7,38, also 7,4 in dem Sinne. Ja, manchmal muss man solche Sachen auch einfach nur längere Zeit beobachten, dann kommt man vielleicht auf den einen oder anderen Nenner in dem Sinne. So, hier werde ich gleich auch nachmessen, das mache ich aber just alleine. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Babys an, wie die sich entwickelt haben hier. Im Zewa in der Noppenfolie. Ja, das Coole an der Noppenfolie ist, dass die Folie liegt nicht direkt an. Von daher ist das schon mal einen Tacken besser mit Luftzirkulation. Okay. Das ist jetzt der Samen, der ist vom 4.4. und der andere hier ist vom 15.4. Also wir haben es hinbekommen, dass die Wurzel jetzt nach unten wächst, ist schon mal cool, aber nichtsdestotrotz liegt sie jetzt trotzdem hier am Samen entlang. Das heißt also, eigentlich müssten wir ihn ja so einpflanzen, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, weil hier immer noch die Stelle ist, die tatsächlich immer wieder schimmelt. Das geht tatsächlich auch nicht weg in dem Sinne. Manche Samen sind so, da kannst du auch nichts machen. Die sind von innen irgendwie ein bisschen kaputt und dann gehen die einfach weiter kaputt. Da kannst du machen, was du willst. Ist nun mal so. Wie gesagt, jeder Samen gibt tatsächlich auch was anderes her. Das habe ich auch schon öfters erlebt. Interessanterweise wächst die Pflanze auch nach unten. Habe jetzt keine Erklärung für. Vielleicht lag sie einfach zu stramm am Zewa. Müssen also mitnehmen, wie es jetzt ist. Feine Wurzeln kommen jetzt auch mittlerweile hier am Anfangsbereich. Da kommen jetzt kleine, feine, weiße Saugwurzeln raus. Also das klappt soweit ganz gut. Eigentlich müssten wir ihn jetzt tatsächlich schon einpflanzen, aber es geht nicht, weil dann, ich muss mal gucken. Wie gesagt, das sind ja auch alles hier jetzt mehr oder weniger Just for Fun Projekte, um zu gucken, welcher Samen wächst wie, wie entwickelt sich das Ganze, so wie hier auch. Das sieht nun wieder ganz anders aus. Hier haben wir es jetzt von vornherein so gehandhabt, dass die Wurzel nach unten wachsen kann. Das klappt schon mal ganz gut. Hier kommt auch die Pflanze schon zum Vorschein, das kann man auch schon sehen. Und hier sehen wir auch, dass der Samen also ganz anders aussieht als der andere Samen. Das ist halt so gegeben. Und der schimmelt auch von vornherein eben nicht, während der andere tatsächlich von vornherein sofort anfing zu schimmeln. So, okay, der bleibt auf jeden Fall noch ein, zwei Wochen drin im Zewa. Bei dem anderen muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das handhabe. Weil, wie gesagt, er wird hier immer weiter kaputt gehen. Das ist halt so gegeben von dem Samen. Da machst du nichts, das ist so, ich weiß nicht, können wir den vielleicht biegen in die Wurzeln? Nee, biegen kannst du da nichts, dann brichst du die ab. Dann brichst du die ab. Tja, was willst du jetzt machen, ne? Ich sag's dir, du. Von vornherein verkehrt gewachsen die Wurzel und dann, also was, ich lasse ihn einfach weiter im Zewa liegen, mal gucken, wie er sich entwickelt. Weil, wie gesagt, ich muss ja nicht unbedingt noch ganz viele Bäume haben, sondern mir geht es einfach darum zu beobachten, wie entwickeln sich die Samen in dem Sinne zur Pflanze, also zum kleinen Pflänzchen erstmal. Dass wir das mitnehmen können, wie unterschiedlich das tatsächlich gegeben ist. Okay, ich packe es nochmal wieder ein. Ach, jetzt habe ich alles hier liegen lassen. Pass mal auf. Was hier drin ist, auf, sehen wir gleich. Ich habe es mir schon mal aufgeschrieben. Es ist soweit. Pass mal auf. Wir gehen ein bisschen tiefgründiger im Moment in die ganze Geschichte rein bei den Mangos. Wir hatten hier Mikro 7450, pH-Wert 7, das letzte Mal, als wir hier nachgemessen hatten. Heute haben wir Mikro Siemens 1570, ist ein bisschen gestiegen, und pH-Wert 4,7, das ist viel zu niedrig. Hier ist es auch so, dass die Pflanze nach dem Austrieb jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten hat. Vielleicht kann man es hier so ein bisschen sehen, das letzte Blatt, was mitgekommen ist, hier schon ein bisschen kleiner und krüppeliger. Das ist auch gedreht, das Blatt hier. Also hier ist tatsächlich der pH-Wert zu niedrig. Ob jetzt wirklich... wie soll ich sagen, der pH-Wert um 7,
optimal ist oder nicht, kann ich nicht sagen. So, jetzt haben wir wie gesagt 4,7 hier drin. Ich gieße jetzt hier, weiß Bescheid, ne? Leitungswasser rein, Schluck, um den pH-Wert wieder hochzubringen. Und dann lass uns überraschen, wie lange es dauert, bis der pH-Wert wieder sinkt. Ne? Bedingt natürlich durch unseren Dünger, den wir verwenden, wird das ja nur eh, habe ich noch irgendwas zum Umrühren hier, wird der pH-Wert eh gesenkt. Was ja nicht verkehrt ist, ne? Insbesondere wenn du viel Leitungswasser verwendest in dem Sinne. Aber wir verwenden ja reines Wasser. Und dann sinkt der pH-Wert doch extremst ab hier bei den Mangos. So, ach, was will ich denn hier mit? Lol. Wo habe ich denn jetzt mein pH-Messgerät? Siehst du es? Okay. Ach ja, da unten. Ach, ich sag es dir, du. So, okay. Dann gucke ich jetzt mal, was wir jetzt gleich hier drin haben. Also ist schon eine interessante Geschichte, dass der pH-Wert so weit sinkt. Ne? Aber das ist gut, dass wir das jetzt im Laufe der Zeit mitnehmen, ne? Damit wir gegensteuern können und uns nicht jedes Mal wundern, warum die Mangos wieder rumzicken mal. Ne? So, ja, wir sind jetzt bei 6,9. Okay, dann lasse ich das jetzt so und in ein paar Tagen würde ich sagen, messen wir das Ganze dann nochmal nach. Sollte ich mir vielleicht jetzt nochmal aufschreiben? Ja, das schreiben wir jetzt eben nochmal auf, damit wir das wissen, wie das hier tatsächlich läuft. So, okay, das mache ich just alleine. Ja. Ja, hier genau das Gleiche. Genau das Gleiche, pH-Wert 4,8 und Mikrosiemens-Wert liegt bei 1900. Das ist okay, aber der pH-Wert ist tatsächlich zu niedrig. Also werde ich auch hier mal Leitungswasser reingießen ein bisschen. Hier an der Pflanze kann man sehen, sie ist wunderschön herausgewachsen, also herrlich große Blätter bekommen. Aber die Blätter, die haben so ganz, jetzt beim Ausreifen, so ganz leichte Flecken hier drauf, wenn man das sehen kann, ne? Denke mal schon. Also das ist schon ein Anzeichen, dass auch hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Und tatsächlich ist also auch hier der pH-Wert viel zu niedrig. So, weiß Bescheid, ne? Also hier müssen wir gegensteuern, wenn wir reines Wasser verwenden, mit Leitungswasser zwischendurch. Das müssen wir einfach machen. Kommen wir nicht drum rum. Ist so, ne? Aber ich meine, ist ja gut, dass wir das mitnehmen können, dass das bei den Mangos so ist, dass der pH-Wert also so extrem absackt. Bei anderen Pflanzen ist das nicht, bei manchen doch nicht und so weiter und so fort. Ja, geht das wieder hoch, das ist toll. Okay, so, das ist gut. Hier werde ich das jetzt auch nicht aufschreiben, das beobachten wir bei der hier weiter. Aber im Zusammenhang mit der können wir das dann hier genauso machen. So, ja, wir sind jetzt knapp bei 7 wieder angekommen. Mal sehen, wie lange sich das jetzt hält. Ich denke mal, spätestens, wenn wir Wasser nachgießen müssen, dann wird wahrscheinlich der Wert, werden wir dann sehen. Ne? Wir werden das jetzt fortlaufend dokumentieren, damit wir da auf der sicheren Seite sind, wie das dann optimal laufen kann. Ne? Interessant auf jeden Fall, dass wir das so mitnehmen können. So, so sieht das übrigens der neue Samen aus, also mal wieder ganz anders. Ganz anders als die anderen. Ne? Das ist schon interessant so zu sehen, wie unterschiedlich die Mangos da Samen drin haben in ihren, ja, weiß Bescheid. Das ist eine coole Sache. Übrigens kriege ich das, die Haut hier nicht abgezogen. Also das ist eine Knibbelfummelei. Das geht überhaupt nicht. Das heißt, ich werde auch in Zeber packen und dann gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Ne? Bei gegebener Zeit nehmen wir es dann, wenn es sich dann lösen sollte oder so, auch ab, dass uns das nicht anfängt zu schimmeln. Ja, also das ist jetzt mal, ne, weiß Bescheid. Okay, dann sammle ich mich mal ganz kurz. Ach so, das sind übrigens Seemandelbaumblätter. Die habe ich getrocknet, über lange Zeit, die hingen hier im Raum rum. Und ich habe sie jetzt mal ins Wasser gelegt, ins reine Wasser, um mal zu gucken, ja, was sich da so in dem Sinne entwickelt oder auch nicht, ne? Weil das könnte mal eine interessante Geschichte sein. Ich muss aber allerdings, denke ich mal, ein, zwei Tage erstmal drin lassen hier. Denn bis die Wasseraufsaugung, das dauert interessanterweise. Wenn ich den nämlich rausziehe, der ist immer noch trocken. Ne, da ist auch noch nichts. Gut, das ist jetzt auch erst eine Stunde her, aber trotz alledem. Auch interessant zu sehen, dass die gar nicht sofort Wasser aufsaugen. So, alter Schwede, ich sage dir, du. Ne, die Mangos. Ja, also, hier müssen wir tatsächlich mit Leitungswasser steuern das Ganze, das ist schon wichtig. Ne? Ansonsten, wenn der pH-Wert zu niedrig ist, läuft das alles nicht mehr richtig hier. Das ist dann so gegeben. Ich denke, Flecken kann man ganz gut erkennen jetzt hier oben. Ne? Da. Anfangs kamen sie ganz richtig kräftig gesund rausgewachsen. Und jetzt so im Stadium, wo sie anfangen auszureifen, da treten jetzt tatsächlich diese Flecken auf. Okay, das ist übrigens die Mango, die wir zurückgeschnitten hatten. Ich drehe das nochmal ganz kurz.
So, dass wir mal komplett sehen können, sind nämlich zwei Austriebe, die jetzt herauswachsen. Es ist noch ein dritter dabei, aber der ist nicht so schön, also der ist noch ganz klein. Also wird er wahrscheinlich diese beiden Austriebe hier behalten. Hier kann man jetzt auch sehr schön sehen, diese Flecken. Ne? Ja, so sieht das aus mit dem Mangus. Was kommt nach Mango? Natürlicherweise Avocado. So, jetzt müssen wir hier auch langsam ein Stück weiterkommen mit den Pflanzen. Ich meine, wir sind schon auf einem guten Wege. Das Schätzchen haben wir vor kurzem gemeinsam umgetopft hier. Bei 250 Mikrosiemens wird hier gedüngt. Das mache ich in der Regel so, dass ich einfach von der Variante, hier sind ca. 500 drin, 1, 2, 3, Schluck reingieße und dann nehme ich reines Wasser in etwa die gleiche Menge und somit habe ich das Ganze dann wieder verdünnt. 1, 2, 3, siehst du wohl. Ne? Und so versorge ich die. Bis jetzt läuft es gut. Der Neuaustrieb ist also richtig genial. Ich kippe nochmal so ein bisschen. Ne? Sieht richtig cool aus. Also das, da sind wir schon auf guten Wege. Hier haben wir damals auch Perlit, soweit ich weiß, unten schon mit reingepackt. So, hier können wir natürlich nicht wirklich nachmessen, was Sache ist oder wie auch immer. Auch die sehen mega hübsch aus, muss ich sagen. Richtig cool. Aber anfangs ist es ja immer so. Ne? Wir gießen hier nur mit reinem Wasser, ohne Nährstoffe. Und irgendwann fangen wir an zu düngen, spätestens wenn die Samen anfangen zu vergehen. Hier ist es damals so gewesen, dass trotzdem die Samen noch dran waren, die Blätter wieder anfingen schwarz zu werden. Ne? Und dann haben wir die alle abgeschnitten, die Blätter. Die Blattstiele hängen jetzt noch hier dran, die könnte ich eigentlich mal abmachen. Und ja, jetzt läuft es ganz gut, muss ich sagen. Aber wie gesagt, auch das ist alles noch Learning by Doing hier. Ich sag's dir doch. Also, hier können wir aber nicht wirklich was nachmessen. Das heißt, im Klartext, wir werden sie jetzt auch umpflanzen. Das ist auch wirklich notwendig jetzt. Die werden einfach zu groß in einem kleinen Pöttchen. Dann fangen die auch wieder an zu leiden. Und von daher werden wir die jetzt umpflanzen. So, wir nehmen erstmal eine. Wo stelle ich dich jetzt hin so lange? Mal her, stellen wir dich mal dahin. Du kommst hier. Dann nehme ich dich auch gleich auf einem Wege mit. So. Dann holen wir den gleich raus hier. Ja, dann lass uns überraschen, wie das aussieht. Jetzt müsste ich aber eigentlich schon mal, genau, nehmen wir den schon mal mit hier. Von dem Alex, die Pöttchen, habe ich noch ein paar mehr von tatsächlich. So, tada, pass mal auf. Auch hier werden wir unten ein bisschen Perlit wieder reinpacken, weil es einfach besser ist. Muss jetzt nicht die große Menge sein, ne? Aber so ein Drittel ungefähr, dass hier unten ein bisschen mehr Sauerstoff reinkommt. Das ist nach wie vor alles noch ein Test hier. Ob das alles so funktioniert oder nicht, werden wir im Laufe der Zeit sehen. Aber bis jetzt läuft es gut damit, muss ich sagen. Ne? Also das ist schon mal eine richtig geniale Sache. So, reicht das jetzt? Jawohl, das reicht. Ach, jetzt hat wieder viel zu viel reingepackt. Ich bin wieder so voreilig. Ah, das ist aber auch, da rennst du eine Stunde rum, dann machst dies, machst das. So, schiebe ich das mal ein bisschen an die Seite. Und dann holen wir das mal raus und lassen Sie überraschen, wie das aussieht. Lassen uns über, gleich trete ich wieder alles durch die Gegend hier. Lassen Sie überraschen, wie das aussieht. So, Wurzel ist unten schon durchgewachsen. Das ist soweit schon mal, ne? Hört mal auf. Wie komme ich da jetzt? Ja, das hat schon ein bisschen. Bisschen hat das schon geholfen. So, ziehen wir mal vorsichtig. Lassen uns überraschen, wie das jetzt hier aussieht. Ne, ich kann das jetzt nicht mit reinfüllen. Ja, das sieht schon mal richtig interessant aus. Also ist auch hier die Hauptwurzel gewachsen im Kreise in dem Sinne, ne? Und dann unten raus. Ne, die ist auch gar nicht rausgewachsen. Die wuchs auf dem Boden. Die ist rausgewachsen. Hier, genau. So, okay. Also, mal gucken, was wir jetzt so hinbekommen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, würde ich sagen. Steht vielleicht ein kleines bisschen höher, aber das ist nicht so wild. Das ist okay. Ja, der Vorteil ist jetzt hier, in der Variante können wir dann auch nachmessen. Vielleicht sieht das hier ja auch mit dem pH-Wert genauso aus. Muss nicht sein, kann aber sein. Ne? Und von daher wollen wir mal gucken, dass wir das dann auch begleiten können hier, wie das so abläuft. Weil wie gesagt, in solchen Töpfen, da kannst du nichts nachmessen. Das ist, ne? Das bringt es nicht wirklich. Und von daher ist das hier schon mal wesentlich einfacher dann, genauso wie bei den Mangos. So, siehst du, auch hat doch gepasst. Wunderbar. So, wir gießen hier durch mit was? Mit reinem Wasser, ganz genau. Nur mit reinem Wasser erstmal, denn noch sind die Samen okay. Und von daher handhaben wir das weiterhin so. Das ist hier damals auch sehr gut gelaufen mit dem Schätzchen. Wir werden auch irgendwann mal anfangen, solche Kandidaten von vornherein zu düngen. Von Anfang an, ne? Aber jetzt noch nicht. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie das hier sich mit dem pH-Wert verhält. Der wird jetzt hier relativ stabil bleiben, weil wir hier noch keine Nährstoffe beigeben. Das ist nämlich auch das, ne? Wenn du Nährstoffe beigibst, so wie hier, dann verändert sich der pH-Wert wieder. Und da ist die Frage, muss man da auch eingreifen tatsächlich? Müssen wir da auch dann Schluckleitungswasser mit beimachen oder nicht? Und von daher, so, mal auf, Schätzchen, steppe ich dich schon mal rein hier.
Das fülle ich gleich nach, das muss ich jetzt nicht zeigen. Ne? Auch hier wieder dann mit reinem Wasser nachgefüllt. Ganz wichtig. Und dann nehmen wir uns jetzt das zweite Schätzchen. Wo habe ich dich hingestellt? Hier, genau. Siehst du wohl. So, hier sollte das ja ein bisschen einfacher gehen dann. Pass mal auf, nehmen wir den zweiten Topf. Oh, ich sag's dir, du. Ja, ist schon ganz schön, wenn man solche Pöttchen hat, ne? Das hilft doch ungemein, weil, wie gesagt, hier, da können wir nichts messen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So, dann muss ich erst Perlit holen. Übrigens haben wir letztens pH-Wert gemessen, der lag hier bei 7,6, ne? Dass wir das mal mitnehmen und der Pflanze geht es also wirklich richtig gut. Ja, das könnte also relevant interessant werden. So, dann holen wir das Schätzchen auch hier raus. Ja, guck mal. Ne? So kleine Würzelchen. Also hier ist nicht viel, ne? Aber okay. Es ist ja auch ein kleines Pflänzchen, ne? Von daher ist das dann auch nicht so tragisch. Also schon mal interessant, ne, wie so ein kleiner Samen sich entwickelt und ein großer Samen, dass man das dann auch mal augenscheinlich im unteren Bereich sehen kann, wie das aussieht. So, Perlit habe ich schon drin. Hast du gesehen, ne? Und dann befüllen wir, da kannst du jetzt auch wieder mit dem Vulcatec. Von Vulcatec, dem, ach, ich vergesse den Namen jedes Mal, Vulcaflora oder Vulcaflor. Ich habe es unten in der Videobeschreibung drin. Irgendwann merke ich mir das auch nochmal. So ist das, ne? Das nehmen wir jetzt auch nur noch, weil das andere Vulcatec Actin Premium Substrat, was wir sonst genommen hatten, ja, ist von der Link ist kaputt, geht nicht mehr, ne? Weiß Bescheid, so ist das. So, auch hier reines Wasser erstmal durchgießen. Ich sag's ja, du, ständig irgendwelche Veränderungen, ne? Eigentlich müsste ich sämtliche Videos, die ich habe, überall den ganzen Link rausmachen, ey. Das sind schon ein paar hundert Videos, ne? Mal gucken, wenn ich in Rente gehe, dann mache ich das vielleicht. Ansonsten müsst ihr damit der zurechtkommen, wie das so ist. Ich kann es nicht ändern, ne? Wenn wahrscheinlich öfters mal Kommentare kommen, der Link funktioniert nicht. Es ist nun mal so, ich kann es nicht ändern, ne? So, siehst du wohl, haben wir das auch geschafft. Auch hier düngen wir noch nicht. Hier geht es gleich auch reines Wasser wieder rein. Und somit ist das dann erstmal okay. Und lass uns überraschen, wie die Pflanzen sich hier entwickeln werden. Dann können wir das nämlich auch gemeinsam begleiten. So, okay. Finally kommen wir jetzt nochmal zu unserer Wundermango. Ja, pass auf, hier wird noch nicht gedüngt, nur mit reinem Wasser gegossen nach wie vor, weil der Samen immer noch okay ist. Das ist also easy. Wir haben pH-Wert von ca. 8,3 hier tatsächlich, bedingt durch das mineralische Substrat. Also wenn nicht gedüngt wird, dann bleibt der pH-Wert tatsächlich relativ hoch. Ne? Ja, aber es ist relativ ziemlich hoch. Aber okay, wir belassen das noch so, denn der Pflanze geht es richtig gut. Ich lege sie mal just auf die Seite. Schönes, kräftiges Grün, keine Flecken, kein Schwarz, nichts. Ja, also das läuft richtig gut bis jetzt, muss ich sagen. Also ableitend davon können wir schon fast davon ausgehen, dass es besser ist bei den Mangos, ab und zu einen Schluck Leitungswasser mit beizupacken. Ne? So ist das. Tja, okay. Ich denke mal, dann haben wir für heute das Wichtigste durch. Also wir düngen jetzt auch noch nicht. Ich warte, habe letztes Jahr schon gesagt, wir warten auf den nächsten Austrieb. Wenn der gegeben ist, dann überlegen wir tatsächlich, ob wir hier anfangen zu düngen mit der Mango hier, mit dem Baby. Das sind ja zwei Triebe. Ne? Sie ist ja damals eintriebig herausgewachsen, hatte dann seitlich zwei mitentwickelt. Und dann haben wir den Haupttrieb einfach gekappt nach einer gewissen Zeit. Und dann konnten sich die beiden Seitentriebe dementsprechend jetzt so wunderschön entwickeln. Ja, also das Schätzchen, das ist mal richtig schick. Okay, ich glaube, dann kommen wir jetzt auch zum Schluss. Mango Avocado. So, wenn ich weiß, wie wir diese Geschichte hier gemacht haben. Wir haben einfach das Ganze hier in einen Tontopf gepflanzt. Kannst auch einen Topf nehmen, ganz klarer Fall. Naja, reingesteckt, nicht gepflanzt, ne? Und das Ganze abgedeckt. Und dort haben wir das Ganze circa 4 Monate drin gelassen. Mit einem Schätzchen haben wir am 16.11. gestartet. Das andere am 30.10. Und die Abdeckung haben wir am 18.03. tatsächlich dann abgenommen und haben sie dann wachsen lassen. Und sie hat von vornherein richtig kräftiges Grün. Interessanterweise ist hier das Grün recht hell. Könnte man davon schon ableiten, hier vielleicht tatsächlich kräftiger zu düngen. Also der Austrieb ist von vornherein dunkelgrün gewesen. Ne? Nicht dunkelgrün geworden, sondern von vornherein dunkelgrün. Aber ich bin hier noch vorsichtig. Wir bleiben erst noch bei ca. 250 und mal gucken, wie sich das dementsprechend weiterentwickelt. Bei dem Baby hier haben wir 200 Mikrosiemens drin, bedingt dadurch, weil wir nur reines Wasser reingießen, kann der Wert da auch nicht ansteigen. Von daher ist das soweit schon mal eine richtig coole Sache. Besteht der Bild schief? Lol.
So, ich denke, das meiste haben wir jetzt durch, mitgenommen, wie es dann weitergeht jetzt mit Mango und Avocado. Bei den großen Schätzchen müssen wir also jetzt öfters kontrollieren. Ich meine, sie zeigen ja schon an, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Von daher habe ich heute mal nachgemessen. Und dann sind wir da schon mal wieder ein Stückchen weitergekommen. So, weiß Bescheid, winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. So ist das. Avocados. Und wie gesagt, jeder Samen gibt was anderes her. Auch bei den Avocados. Wir sehen, ne? Kleine Samen, kleine Pflänzchen in dem Sinne. Das muss ich mal eben ein Stück nach vorne schieben hier. Oh, der Akku ist gleich alle. Ja, reicht noch. 2 Minuten haben wir noch. Ja, also ist schon eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Also, dass das so langsam in dem Sinne kommen wir da tiefgründiger rein. Ich lasse mal den jetzt hier stehen. So, da hinten hängt übrigens in der Tüte oben rechts dann jetzt die neue Mango. Die anderen beiden hängen im anderen Zimmer. Die hängen jetzt auch unter dem Pflanzenlicht, damit die Samen also Licht bekommen. Damit die eher ein schönes Grün ausbilden und vielleicht dadurch auch ein bisschen stabiler werden in dem Sinne. Erhoffe ich mir zumindest davon jetzt, ne? Wollen wir mal gucken, wann wir damit weitermachen. Tja, Mango-Avocado. Meine Güte, bei manchen Leuten sehe ich auf Instagram, die haben riesen Avocados zu Hause. Die stehen sogar draußen im Sommer, hast du nicht gesehen, und die sind quietschgrün. Da ist nicht ein Fleckchen dran oder so. Ist schon interessant, ne? Wir dann auch noch hinkommen, ohne dass wir noch Zickerei haben bei den Mangos und Avocados.